das kannst du doch schon wieder keinem erzählen. Aber mir ist gerade ein Monate altes Video in die Dings gehauen worden. Das will ich mir jetzt noch angucken. Das sind Twitch-Highlights. Ich will wissen, ob ich da drinnen bin. Ob ich aus Versehen ausgerutscht bin. Muss ich gehen. Ich hab mich ein bisschen so an Justin. Mit dem Mikrofon. Bagger, das hört sich an, als wenn draußen ein Güterzug vorbeifährt und Alex auf dem Hof am Baggern ist, Junge. Alex, hör doch mal auf, jetzt bitte bei den ganzen Schülern im Garten immer mit deinem Bagger rumzuhantieren. Was soll denn das? Du musst die Gärten da nicht immer umgraben. Mann, gib doch den Leuten bitte ihren Raum zum Stricken. Oh, Junge, was war da los? Damage, we've got to fix it. It's not mine, but I work for them. Man, the LMP2 is actually so much better to run in this. Was war das? Yeah, you do all the GP setups on LMP2. Achso, er hat Reset gemacht. Okay, den Clip habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bagger hier, ob ihr wollt oder nicht. Nee, ja, lass ruhig, lass dich mal gehen. Oh, das sind die alten Audi. Yes, yes, yes. Fucking yes. Letzte Runde? Wow. Finally got a win in this series. You won. You deserve that win. Well done. Oh, man. Oh. In der letzten Kurve? Jesus Christ, man. Yes. Oh, der schaltet ja sogar noch mit dem Haarschalter nebenbei. Hey, George, they're not working. Why are they not working? Ah, oh, this would have been perfect for them as well. I'm doing donuts, mate. I'm celebrating this. Finally a win in the Camel GT IMSA Vintage, whatever it's called these days. I don't know why they're not working. Hold on, let's do some... And also, no off tracks. So... Weird. Ah, dieses wundervolle Gefühl, wenn du in den Rückspiegel guckst, dich dann nach vorne konzentrierst, weil du musst den Apex treffen und du hast schon beim ersten Mal, als du in den Spiegel geguckt hast, gemerkt, ah ja, mein Rennen ist jetzt gleich vorbei. Da kann ich machen, was ich will. Ein fantastischer Moment. Okay. What the fuck? Ja, das, war der... Oh, der war sogar Erster. Oh mein Gott. What the hell? Yellow flag. Watch out. There's an incident in. I don't know what I meant. Holy moly, was war da? Car stopped on the left. Yellow flag. Oh my God! Alter, die Gamer-Reflex, oh my Junge. Fucking God! Wow. Das war wirklich stark. Hauptsache, er ist voll am Rumbrüllen und dann zieht er sich erstmal einen aus der Dose danach, so als wenn nichts gewesen ist. Haha, wie geil, Alter. It couldn't have been a more fitting end to that race. I hate you all, every single one of you. It could be a more fitting end to that race. I ran 100 laps with a 16X and then some stupid crap like that causes me a drive through. Oh no! Isso, para no traçado mesmo, gente. Boa, para no traçado mesmo. Continua lá, vai lá.
Nossa senhora, todo. Acho que é pelo profissional, todo mundo aí, ó. Tá vacilando. Para no passado mesmo. Vai lá. Vai. 11 mil de AI rating fazendo uma cagada dessa. Oh, thank you, blocker car. Oh, well, this is just practice, so. I'm honestly shocked I don't have wheel damage. You've got wheel damage. Alter, das ist doch schon wieder, das kannst du doch schon wieder keinem erzählen. Oh, kann ich das? Das ist so richtig schön trocken. Oh, ich muss, glaube ich, mal die Tür zumachen. Ich lach zu laut. Oh, nein. Oh, thank you, Blocker Car. Oh, well, this is just practice. Alter, als erstmal einfach so verpennt. Oh, huch. I'm honestly shocked I don't have wheel damage. You've got wheel damage. Oh. No way! No way. Clear on the left. You got the cord. You gotta slow down and give up that car. Car ride. Sorry, guys. I just catch this, you know, grass or something or paint. Wild? Alright, car is fine, guys. Easy. Oh, meine Lieblingsserie. Boah, das ist ja sogar Slenderman. Oh, das wird gut, Chat. Oh, das weiß ich jetzt schon, dass es gut wird. Das wird richtig gut. Das wird fantastisch. Ja! Ja, Slenderman! Oh, no. Oh, ja! Oh, Slenderman ist einfach so geil! Ja! Clear on the right. Ja, pierdolę, co on jakiś jebnięty, kurwa. Warte mal, ist das eigentlich... Nee, das ist russisch gewesen jetzt, ne? War das russisch? Ale tamten Toyota był dobry, nie chciał mi się dać wyprzedzić, kurwa. Polnisch einfach, so sympathisch. Warum sag ich bei Kurva, warum muss ich bei Kurva immer die ganze Zeit an russisch denken seit neuestem? Natürlich ist das polnisch. Woll auf Krzaki. Du, da war jemand ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation. Na pojebany ty w ogóle. Się zemścił, kurwa, specjalnie, czajcie typa. Ich hab nur verstanden, dass er sehr speziell ist. Polnisch klingt auch einfach nur geil. Ich würde, also ganz ehrlich, ich würde Polnisch mittlerweile, ich möchte gerne irgendwann nochmal Spanisch lernen, aber irgendwie Polnisch rückt langsam so ein bisschen oben drüber, dass ich Polnisch lernen möchte. Einfach nur des Fluchens wegen. Press and hold the reset button, and we'll come and get you. Main event. Mace. Come on, Seb. Wild? Okay. God damn, man. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, tschüss. Clear inside. Caution. Yellow flag. They want you in single file. Oh no. Please no revenge. Oh, please no revenge. Man, what for murder? Was that necessary? Todos? Oh, es kam keine Antwort. Was that necessary? Ja, nee, also. Vamos. Qué complicado es caber todos en el paralelo, eh. Muy difícil. Paciencia. Pues pegadísimos. Vamos. Oh, yes, Shepard. Uf, qué cerquita de Cristian. No, 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 no. Otra vez como me pasó el otro día, macho. Spanisch ist aber auch geil. Muss man einfach sagen. Spanisch ist aber auch wirklich so eine Sprache. Das ist, glaube ich, muss ich sagen, hör auf mit den Leuten, die immer sagen, dass Französisch romantisch ist. Spanisch ist einfach die, das ist noch, da knistert es richtig.
Ja, also da ist richtig Knister drin. Mm. Tuabe! Ah. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Thomas. Oh man! Welcome to iRacing Top Speed. Este señor de aquí, ¿quién es? ¡Ah, Austin! ¡Ah, ¡Austin! ¡Cerdo! ¡Qué hijo de puta! Okay. Alrighty then. Ich habe das Gefühl, das war so ein Bully-Ding. Kann das sein, dass jemand so ein bisschen gebullied hat? Sehr romantisch? Maga, hör auf, das war ja auf. Also, ich würde mich gerne den ganzen Tag so anschreien lassen, bin ich ehrlich. Da wäre ich dabei. Oh, are you fucking joking? Get tired of this fucking game, man. We cannot race anymore because friggin' turn one, I have micro slice a millimeter, man. That's it. Now let's go surfing with the rear, man. What a fucking game. I'm so believable. How is possible they release this shit, man? I slide turn one a microsecond and that's it. That's it, man. That's it. What a tire, man. In planet Earth, never seen a tire like this in real life. Holy fuck, man. Why I'm racing this shit? I should do IMSA on LMP2, man. It's always the same story with this game. It's, you cannot overtake because you just push a bit, that's it, tire gone. Just stay all fucking race 0.4 behind someone and that's it. Bring it home. Imagine you try to race. Da fragt man sich, warum Rot immer so ja, aggressiv ist. Das fragt man sich. Ich glaube, Pablo war sauer. Okay, was zaubert Quirk denn jetzt? Simp Cup. Oh, man, come on. I underfueled. No, Bubba, you fucking made me look. No. Ist der Rechner ausgegangen? Der Rechner ist ausgegangen. Oh no. Irgendwoher kenne ich das. Kommt mir bekannt vor. Okay, was schneidet euch an, Chat. Digo, ¿qué hago? Me cuelo aquí. ¿Qué hago? No hay espacio para todos. Cabrón el Toyota. Chicos, no. Se mataron. ¡No! ¡El puto Toyota de mierda! Spanisch. So ramontisch. Ich habe das Video übrigens vorher noch nicht gesehen. Was ich gleich mal dazu sage. Einfach ramontisch. Da geht mir das Herz auf. Okay, Emilio, the next car is Drian's. Fuck now, really can't see anything. The gap to Kasten behind is now 1.3. Drian's. Far left. Still there. Ha ha ha. Still there. Clear left. You'll take that one? Moron. Whoa! Okay. I can see so much though. Wir sehen das Video am 14.26.24. Willst du Reactions vorher sehen? Sei einfach live im Stream dabei. Das ist richtig. www.twitch.tv. You're in the / hat sie Dizzy euch vergessen. Oh no! Madre mía, raza.
Russell por fuera, Russell, Russell por fuera. No me cierren, no me cierren, Russell. ¡Gilipollas! ¡Inútil! ¡Vete de aquí! ¡Puto inútil de mierda! Okay, da ist aber richtig Stimmung. Da! Wir haben jodido! Wow! I was gonna get a point. Können wir davon vielleicht nochmal irgendwann eine polnische Version haben? Thought that was the one. Temperamentvoll auf jeden Fall. Oh oh. Oh oh! Oh no! What the? No! No! Das ist die Tee. Bullshit. Oh oh. God damn it. It's not fair. Oh, der Walter jetzt gleich. Ah, der Walter, der war mir immer schon unsympathisch, egal ob es im Oval war oder im Rot. Oh Mann, es ist wieder Montage. Wir wissen doch alle, wie das endet. Oh, ist er einmal nochmal zurückgezogen, ja? Ich hab spät gebremst, das war ein starker Move von mir. Ey, warum schubst du mich denn weg? Oh, Mann. Oh, du hast da was liegen lassen. Einfach rausgeschoben. Du, wie man beim NASCAR immer sagt, ne? Be the caution. Digga, Traktionskontrolle! Das ist im BMW so! Sorry! Oh, Daniel! My love. Left side, we're on the right, three wide. Left side, two wide. That's how you overtake the entire... Go left, the leader's gone off. Keep to the right. Clear on... Daniel, I want to marry you and I want to have kids with you. And then we make the Michael Schumacher, you know, the Australian-German, you know, mix. It's like a German Shepherd mixed with a, I don't know, an Australian dog. Let's make a kangaroo, all right? A kangaroo dog. On the left side, the next car's the leader. You're in the middle, three wide. Car on your left, two wide. Are you shitting me? It's just that easy, boys. It's just that easy. Mit diesem Mann fahre ich am diesem Wochenende ein Rennen zusammen. Wir könnten eventuell einen Win einfahren. What the fuck, this guy, man? Nice one, mate. Thank you. I don't see shit, man. Thank you, legends. Oh no, it's over. I don't see shit, man. Fuck. My last, man. Keep to the right. Wo taucht er wieder auf? Keep to the right. Wo ist er? Uh-oh, where did Dan go? Kommt er? Wo ist er? Er ist einfach verschwunden. Hey, how bad they are, these people. I swear to God, they are just too bad. There's an incident ahead. We've got dead. Oh, schön Tilt und dann noch so einen richtig guten Rejoin machen. Ah, no. Bandit left. What the hell? Still there. Clear left. Your left, moron. No, not like this. Nein. Hast du einfach noch 4x gekriegt dafür? Oh, no.
No! No! Was ein Kack! Tengamos un poco de piedad con los GT3, GTPs, perdón. Cuidado adelante. Oh, oh, es que hay ganz viele tote piedad, autos. Piedad, por favor, detrás, Piedad. Piedad, por favor. Pobrecillos ellos. Tengo que esperarme. Me toca esperarme y este. Bueno. Hasta luego, GTP. ¡Hasta luego, GTP! Es que de verdad. Eres malo, Yannick, con ganas, Eres malo con ganas, Yannick. Eres Scheiße, terrible, ey. Tío. Es que hasta que me has dado. So ein guter Move, weißt du? Und dann hast du jemanden, der wegrutscht. Also nicht mal beabsichtigt. Das ist ärgerlich, Mann. Okay. Oh! Lubo, also. Aha! Ich bin gespannt. Kein Kommentar? Lubo, ist Lubo ruhiger geworden? Trinkt er nicht mehr so viel Energy? Man kennt das ja gar nicht. Aber jetzt in dem Clip? Little mother. Nee, auf Lubo ist Verlass, Chat. Wo Lubo draufsteht, ist auch Lubo drin. Darauf kannst du dich verlassen. Okay? Auf Lubo ist wenigstens immer Verlass. Da kommt der Tilt. Wenn Lubo da ist, dann ist Tilt da. Uh-oh. All clear, all clear. Go left. You got one on your right. Still there. Und hinten hat's auch gerammelt ohne Ende. Geht das Auto noch? Das scheint noch zu gehen. Oh no. This kid hit the guy in front. This kid hit the Ferrari. He needs to lift early, piece of shit. Already on the fucking brakes, you don't let me brake. Wisst ihr, jetzt mal wirklich kurz Real Rap für eine Sekunde. Mal kurz Real Rap. Wir wundern uns immer, warum Road so, ich sag's mal, im Ton, im Voice immer so ausfallend ist. Und Nesca nicht. Also, es ist ja auf eine gewisse Art und Weise ist das ja witzig, ne? Aber der Tilt ist ja einfach maximal hoch. Alter Verwalter. Piece of shit. This guy is fucking retard, man. What is he doing? Full flat out into the corner. Fucking piece of shit, man. Oh. What? What the fuck? In Nesca hast du vielleicht, also wirklich so, ich fahre wirklich viel Nesca. Das ist nicht mal ansatzweise, nicht mal ansatzweise. Und wenn du dir nur wirklich, wenn du dir anmaßt, das zu machen, wirst du so schnell gemaßregelt, so schnell kannst du gar nicht gucken. Da raufen sich alle zusammen und stürzen sich instant drauf. Aber wer bremst, verliert nicht, sondern auch noch am Tilten und Ragen. Ja, es ist halt wirklich krass, was da durchgetiltet wird. Und wenn man sich das mal als Außenstehender anschaut, ich habe nicht dieses I-Rating, ne? Habe ich wirklich nicht. Wenn man sich das aber mal anschaut, worüber sich da aufgeregt wird, ist manchmal, weiß ich nicht, ist, könnte man schon sagen, liegt auch ein bisschen an dem Anwender, der davor sitzt. So, weil da komische Entscheidungen getroffen werden manchmal. Aber ey, du. Bei Lubo zum Beispiel, und Lubo nehme ich jetzt als Beispiel, weil ich Lubo kenne,
Lobo macht manchmal Sachen, weißt du, eben gerade fährt er darüber, er sieht im Rückspiegel, dass da einer kommt. Ich meine, in dem Moment hat er sich nicht darüber aufgeregt, aber der sieht, dass da jemand kommt, Alter, fährt halt trotzdem rüber, wo ich mir so denke, aber warum denn? Weißt du, immer für diese eine Sekunde, die du dann schneller bist, die ja, also die schon relevant ist auf eine gewisse Art und Weise, aber andere Leute checken das halt einfach nicht und es ist irgendwo safer, lass die Leute doch einfach vorfahren und fertig ist und dann sammelst du den Rest eher einfach ein und dann sind die immer maximal tilt, also richtig tilt. What's that, man? How was I supposed to avoid that? Holy shit. Well, okay. Deswegen habe ich übrigens auch aufgehört, iRacing-Streams zu gucken, weil das übel doll abfärbt, weil da wird so viel getiltet in Road, das ist so krass. Da ist echt wenig Spaß noch drin, habe ich das Gefühl. Emil, ich meine nicht Emil jetzt, ne? Also Emil, ich kenne Emil persönlich nicht, aber wenn man den sieht, hat er immer Spaß und so, den meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich Road, nicht Dings hier. Emil, nee, Emil meine ich nicht. Emil scheint ganz entspannt zu sein. Ja, voll. Oh, come on! John. Oh la vache, le big one, mec. Continue. Oh la vache, le big one derrière. Oh la 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 la, bon, yeah, cette... Oh le big one derrière. Oh, mec, il y a eu une voiture travers et après une nuage de fumée. Oh my god. Bouge pas, t'es là, tu restes là. Voilà, tu vas faire une troisième middle, maman, vas-y, let's go. Tout ça pour prendre un Buster Corner sur le coin de la gueule. Kamak ist auch so ein geiler Dude. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber ich muss immer lachen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was Kamak sagt. Ich habe den einmal in Großbritannien bei einem PlayStation-Placement kennengelernt. Das war der einzige Franzose, der mit uns Englisch gesprochen hat. Und das ist so ein herzensguter Mensch, ne? Also ich hab, also bei Kammer gucke ich zwischendurch mal rein in seinen Channel. Ich verstehe nichts von dem, was er sagt. Ich kann null Französisch. Aber ich fühle mich trotzdem unterhalten. Richtig cooler Dude. Aber der ist auch nicht nur in iRacing unterwegs. 25 years ago I came out of my mother and I was perfectly doing the actions of to set a 2-minute lap time in a V8 supercar on Mount Panorama. It was that moment my mom knew I was gonna be a sim racing esports prodigy. Daniel, I will quote you on that on a Saturday. This video might came out a little bit later, but I will quote this on Saturday, tomorrow. Through countless years of learning, Logitech G25, G27, G29, all the way to a Simicube, Tag Heuer winner, PESC All-Stars race winner, but all of it led up to this moment! Oh my god! That's not how I planned to make the overtake! That's not how I planned to make the overtake! That's not how that was meant to happen! Gutes Rennen morgen, Chat. Das wird ein fantastisches Rennen. Anyway, I did it! Oh my goodness, I get to do something. What is this, a 86? Don't be afraid. I'm afraid. Be careful, you be careful. Oh! Ich hab aber so, ich hab so einen richtigen Pausefinger, ne? Oh no! Oh, schade. Beim Pausebild hätte. Oh nein, beim Pausebild hätte es auch klappen können. Ich wollte nicht mal Pause machen. Die Leertaste ist so leer. What the fuck? Leicht. What was that guy doing? It wasn't my fault. Yeah. It was my fault. Guy... What the fuck, Alter? Oh!
Das ist nicht sein Ernst. Hat er jetzt noch, wie viel Positionen hat er jetzt noch gemacht? Vier? Sechs Stück? Der hat noch sechs Positionen gemacht. Der hat einfach sechs Positionen gemacht, Mann, in zwei Kurven. Ich geh krachen. Servus, moin. Oh. Wer ist denn da so doof? Willst du mich gerade verarschen? Obsession? Ich glaube, da ist, gibt's eine Connection. Da wird geshizzert. Ja, wir sind vorbei. Ich glaube, da wird geshizzert. Digga, wer hat dir denn in den Zirn geschissen? Warum denn immer so eine stramme Worte? Wie kann man denn so schlecht sein? Oh, warum müsst ihr denn sowas immer machen? Hack doch nicht auf den Leuten rum. Manchmal hast du halt einfach auch mal einen Scheißtag und fährst halt einfach scheiße. Und dann hast du halt auch einfach mal scheiß Ideen. Als ob uns das allen selber nicht passiert. Wir stehen doch morgens alle nicht auf, trinken irgendwie einen Kaffee, gehen kacken und sagen, ja, jetzt bin ich Michael Schumacher. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nee. Mann, ey. Können wir nicht aufhören, die Leute immer rein zu beleidigen? Bitte? Please. Vielleicht hat er einfach gepennt oder so. Ja gut, fahr ich so um die Strecke. Ich mache... Ja. Beleidigung ist kein Content. Beleidigung, wirklich, Beleidigung in Online-Rennen beziehungsweise in Online-Spielen zeigt einfach nur, dass du einen unfassbar ganz kleinen Penis hast, der eigentlich so klein ist, dass er schon wieder aus deinem Arsch rauskommt. So ein kleines Ding hast du. Das ist lächerlich. Warum müssen wir immer, also vor allen Dingen gehen wir auch immer gleich auf Mountainbike so. Warum denn? Anstatt mal ein bisschen Verständnis mitzubringen für andere. Ich meine, in the heat of the moment, ne? Okay, kann man verärgert sein. So, was sind wir geworden? So. 16? Steh. 16. Why? Was für ein Real Disconnect. Oh, komm, go, go, lift. Aber es kann ja wirklich sein, dass er ein Real Disconnect hatte, oder? Er hat ja auch nicht mehr gelöst. Naja, guck mal, guckst du den Replay an? Er sieht den noch gar nicht. Jetzt sieht er den, was soll er denn jetzt machen? Guck mal, und das würde nämlich passieren, wenn du... Guck mal, hier sieht er den auch nicht, weil die anderen den blocken. Ja, er kann den noch gar nicht sehen. Aber Hauptsache erstmal reinbeleidigen. Ha! 16, ein Wheel Disconnect. Müsste man dich eigentlich gleich mal auseinandernehmen für sowas. Aber das ist ja auch wieder nicht schön. I don't know, it's over. No. Maybe it wasn't clear. Yeah, exactly. Oh no! Man, what is this Bernet? No, don't tell me we are in the wall. Bernet. Man, this Bernet. Go eat back of dicks, man. Every time you. Oh, oh. Oi! Bernet! Get fuck, Bernet. Get fuck, Bernet. Are out of the race. Oh, hat Karma gewonnen? No! Oh, nee, hat er nicht. Oh! Oh. Ali, was ein Catch! Ali. Wie tief schon einer, 50 durch ihn. His car is out. One up single file behind car 12. Oh, set. Geil, Alter! Geil, Alter! Boah! Da freue ich mich. Warte mal, hat Norman Rangel 24 Positionen plus gemacht? Auf Daytona? Okay, bei dir? Mhm. Stabil? Ah, j'ai tenu bon. Hold your line. Hold your line, still there. Thanks. Hold your line, three wide in the middle. There. Why did I get turned? Yes. Ey, der ist jetzt dreimal in dieser Compilation drin und dreimal kommt der da easy bei weg. Also easy. Oh, stabil. Safety cars out, pits are closed. Gut. I got time to watch the replay. Uiuiuiui, no. Outside. Mitte. Mitte, boom. Sigma. What? Man, you touched everything. Go. Was ist das? Kann mich kurz mal jemand aufklären? Ist das sowas wie das Digger beziehungsweise Alter in Englisch?
What are these guys doing? Left side. Come on! Clear left. Car on your left. All clear on the left. Rico. Ist das Rico? Rico, bist du Golfer? Ich sehe einen Golfer Longsleeve Mittelleer. Hab ich gestern gerade im Laden gesehen. Es muss eigentlich ein guter Mensch sein, weil, also, vermutlich spielt der Golf und fährt Nesca. Muss eigentlich ein ziemlich ausgeglichener Mensch sein. Ich bin gespannt. Warte, wie der Leppmann. Rikau, enttäusch mich nicht, bitte. Enttäusch mich nicht. Oh no. Oh yes? Okay, wir sind noch safe. Was war denn das jetzt? Ich dachte, hier kommt nochmal. Okay, es ist einfach völlig, völlig entschuldigt. Junge, dieser Tilt ist einfach, das ist ja wirklich, das kann man sich ja, also ich kann mir das wirklich nicht angucken. Ich kann mir das wirklich nicht angucken. Dieser Tilt ist einfach so unglaublich unschön. Das nimmt dann auch so ein bisschen, also mir nimmt das den Spaß, das auch irgendwann zu fahren, weil das so unangenehm ist in meiner Freizeit. Ach, stell dir mal vor, Alter, du sitzt in deiner Freizeit und hast maximal einen Tilt, Junge. Und hilfst deinem Herzen einfach, dass du 10 Jahre früher ungefähr einen Herzinfarkt hast, weil dich ein Computerspiel aufregt. Ich meine, ich verstehe das schon, Split 1 und so, kann ich wirklich nachvollziehen, aber maximal durchtilten, boah, pff, das wäre mir ein bisschen zu viel. Was soll denn das jetzt? Oh, das war gar nicht auf dich bezogen. Ich habe Rico noch nie wütend erlebt. Echt? Dann ist das gut. Dann ist das gut. Rico spielt, glaube ich, Rico spielt Golf. Ich habe das Gefühl, er spielt Golf, zumindest weil er die Klamotte anhat. Habe ich mir gestern übrigens auch gekauft in Navy Blue, dasselbe. Deswegen nehme ich mal an, dass er Golf spielt. Menschen, die Golf spielen, sind sowieso immer total relaxed.